Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich dachte, ich nehme euch heute bei den Vorbereitungen für die Babyparty mit als Vlog. Dazu kommt ja auch noch ein Video, ja, was wir alles besorgt haben, was wir alles machen, Spiele, Deko und so. Aber ich dachte so, ja, wenn ich den Kuchen backe und so, ist es ganz cool, wenn ihr dabei seid. Und dementsprechend nehme ich euch heute mit. Ich musste mich gleich noch einkaufen gehen, da wollte ich euch auch mitnehmen. Weil, ja, es fehlen jetzt doch einige Sachen, die ich das letzte Mal nicht gekauft habe. Habe ich alles aufgeschrieben und werden wir dann nachher noch gemeinsam einkaufen gehen. Ja, und jetzt sind meine Eltern gerade losgefahren zu einem Termin. Das heißt, ich bin auch allein zu Hause und mein Bruder ist noch in der Schule, beziehungsweise ist er nach der Schule zu einem Kumpel gefahren. Und ja, das heißt, ich werde mich jetzt so ein bisschen um die Torte kümmern. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und dann, ja, wollte ich schon so ein paar Sachen fürs Buffet vorbereiten, weil ich dafür morgen nicht mehr so viel Zeit habe. Aber genau, das seht ihr dann alles. So, hier habe ich nämlich schon alles aufgestellt, was ich jetzt gleich zu tun habe in der Küche. Und zwar haben wir eine Torte von Cake Rela bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ich zeige es euch einfach mal. Die haben wir, ja, zur Verfügung gestellt bekommen. Für die Babyparty, die soll so am Ende aussehen und das Ganze ist eben so eine Backbox, das seht ihr hier. Und da ist alles drin, was man sozusagen für die Torte braucht, auch Werkzeug, hier sowas für den Fondant und auch so eine Ausroll-Dings. genau, eine Backbox und da ist eben echt alles drin, was ihr für den Kuchen braucht, auch Deko. Hier zum Beispiel diese Herzen oder auch diese kleinen Porzellanschüchen für oben drauf. Also das ist wirklich alles drin, was ihr braucht. Auch hier so eine Backform habt ihr und hier dann den Kuchen an sich. Klar, ihr müsst halt noch jetzt zum Beispiel Eier und Wasser dazugeben, aber sonst wirklich alles dabei und auch eine Beschreibung hier, wie ihr wirklich alles machen müsst. Und ich habe ja auch schon ein bisschen was vorbereitet. Nämlich habe ich hier schon, wie ihr seht, die Backform vorbereitet. Das habe ich hier so gemacht wie auf den Fotos. Und hier geht es eben um den Teig. Das heißt, ich muss hier diese Backmischung gleich einfach nur mit Eiern und mit Wasser mischen. Und dafür habe ich hier schon das Rührgerät. Und dann ist der Kuchen an sich auch schon fertig. Dann kann er gebacken werden. Das mache ich heute. Und dann nachher mache ich noch die Ganache. Dafür habe ich hier schon die Schokolade. Auch die war dabei. Klein gemacht. Habe jetzt leider zu wenig Sahne gekauft, weil ich brauche 400 Milliliter. Ich habe aber nur 200 und dementsprechend muss ich die leider erst machen, wenn ich einkaufen war. Genau, aber hier den Kuchen so aufschneiden kann ich ja auch schon mal machen. Und dann geht es eigentlich nur noch ums ja, Bestreichen und am Ende dann um den Fondant. Und hier ist wirklich alles total gut beschrieben, finde ich total cool und total klasse. Könnt ihr mal da vorbeischauen, wenn ihr auch irgendwie eine Babyparty-Torte sucht. Also entweder sie machen die für euch fertig oder ihr kriegt eben so eine Backbox, weil fertige Torten verschicken die leider nicht. Aber wie gesagt, so eine Backbox und dann müsstet ihr eben selber machen, aber ist halt eben alles dabei. Finde ich sehr praktisch und genau, die machen wir nur mit den rosanen Herzchen hier, nicht mit den blauen. Und ich werde auch die Ganache nicht für innen benutzen, also als Füllung, sondern nur als hier Umrandung, wie ihr seht. Weil ich die Ganache noch für einen anderen Kuchen brauche und hier eine andere Füllung reinmachen werde, die ich eigentlich für den anderen Kuchen machen wollte, aber die andere Füllung verträgt sich nicht mit Fondant und dementsprechend ja, möchte ich hier einfach eine Füllung reinmachen und hoffen, dass ja, der Fondant dann hält, wenn ich die Ganache nach außen mache. Ja, bei uns hat übrigens auch mal geschneit. Das erste Mal hier bei uns im Norden. Es sind ungefähr 3 cm vielleicht. Und ist schon sehr, sehr viel geschmolzen. Also gestern Abend kam das alles runter, das war so viel. Aber heute scheint die Sonne total schön, das freut mich, damit der ganze Schnee wieder wegschmilzt. Ich hasse nämlich Schnee. Aber es sieht ganz, ganz schön aus, aber fürs Autofahren und so ist es echt ziemlich doof. So, hier habe ich noch die Pfandflaschen, die muss ich nachher nämlich auch mitnehmen. Die habe ich jetzt hier schon in Säcke gepackt, damit ich das nachher einfach ganz einfach ins Auto packen kann.
kann das hier mal ein bisschen umräumen, genau. Genau, die muss ich nämlich auch mitnehmen. Und hier habe ich schon die Tapeziertische runtergeholt. Das sind so kleine Tische. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Genau, die habe ich gerade aus dem, vom Dachboden runtergeholt, weil wir die morgen fürs Buffet brauchen. Und dementsprechend habe ich die jetzt runtergeholt, damit ich die gleich aufbauen kann schon. Oh, so müde. So müde, die kleine Mausi. Hm. Ja, bist erschöpft vom Spielen, ne? Ja. So, ich werde jetzt aber erstmal den Kuchen machen, beziehungsweise den Teig hier. Ist irgendwie so ein Vanille-Biskuit oder so. Das sieht so wenig aus, ne? Dass da so eine riesen Torte draus werden soll, bezweifle ich ja. Aber wir sehen mal. So. Dann noch das Wasser, ist auch relativ wenig, also ich bin sehr gespannt. Keine Milch oder so, sondern noch 6 Eier und dann, ja, soll das wohl fertig sein. Ich habe jetzt nur 5 Eier statt 6 reingemacht, weil wir Größe L hatten an Eiern und hier drin stand Größe M. Und dementsprechend habe ich jetzt nur 5 reingetan und ich glaube, das war sogar ein bisschen zu viel. Also es ist sehr, sehr flüssig. Jetzt werde ich, obwohl es da nicht drin stand, nochmal hier die Außenschicht einfetten. Weil, ja, sonst klebt er ja fest. Stand da jetzt nicht drin, aber ich werde das trotzdem mal machen. So, den Ofen lassen wir jetzt noch ein bisschen vorheizen. Ich habe die Schale jetzt einmal komplett eingeschmiert. Dann können wir den Teig ja schon mal reinmachen. Ich bin ja echt gespannt, ne? Ich bin echt gespannt, ob das was wird. So, ich habe jetzt noch die Sachen aus dem Vorratsraum geholt. Also aus unserem Hauswirtschaftsraum. Weil, ja, ich mache noch eine zweite Torte, weil ich ehrlich der Meinung bin oder ehrlich gedacht habe, dass ich eine größere Torte von Cake Regler kriege. Und ja, dementsprechend mache ich noch eine zweite, die wird doppelstöckig. Also so aus diesen beiden mache ich die. Und einen Teil in Schokolade, weil mein Bruder isst nur Schokolade und den anderen Teil eben diese mit diesem Boden. Die habe ich jetzt fertig gekauft, weil ich echt keine Lust hatte zu backen. Genau, dann habe ich hier von Dant einfach so eine Fondantdecke für diesen Kuchen. Ich habe noch Backförmchen in schön rosa für herzhafte Muffins, die ich mache. Dann haben wir hier Lebensmittelfarbe für, also ehrlich gesagt brauche ich nur das rosa. Dann natürlich auch für den Kuchen. Und hier auch für den Kuchen noch so Dekoperlen. Und natürlich rosa Fondant. Jetzt bereite ich aber erstmal hier Pizzaschnecken vor. Dafür habe ich hier einfach so ein, ja, fertigen Pizzateig. Den werde ich jetzt sozusagen wie eine Pizza belegen und dann einrollen. Und aber erst am Morgen der Babyparty backen, damit die schön, ja, noch so ein bisschen warm sind, wenn wir sie essen oder halt einfach ein bisschen frisch. Hier habe ich auch noch Puderzucker und Mehl. Die brauche ich, glaube ich, also das Mehl brauche ich auf jeden Fall für die herzhaften Muffins und den Puderzucker, glaube ich, für die Creme, für den Kuchen, genau. Das mache ich jetzt aber erstmal. Die fülle ich so Hälfte mit Schinken und Hälfte mit Salami, habe ich mir irgendwie so überlegt. Richtig schön viel Käse drauf, damit der Felix sich freut. Hier ist ja auch schon Tomatensauce dabei. Ich finde die immer ganz praktisch, diese fertigen Teige. Die sind ja auch nicht allzu teuer. Der Kuchen ist schon im Ofen, hallo. Und ja, ich bin immer sehr gespannt, wie lange der braucht und wie der aussieht. Ich bin bei sowas total schlecht. Also backen kann ich eigentlich überhaupt nicht. Dementsprechend wollte ich eigentlich eine fertige Torte haben von Cake Regler, aber ja, wir schauen mal. Jetzt brauche ich nachher noch die Sahne für die Schokolade. Hier habe ich ja schon gesagt, das tropft hier ab. Das brauche ich nachher noch, deswegen wasche ich das noch nicht. Die werde ich jetzt aber schnell auswaschen, diese Schüssel, weil ich die ja gleich nochmal für die Ganache benutzen kann. Beziehungsweise gleich kann ich ja eigentlich schon diese Creme fertig machen, hier für den Kuchen. Dann habe ich das auch schon mal fertig.
So, die Creme für die Torte habe ich mir hier einmal alles aufgeschrieben übrigens. Dafür brauchen wir Frischkäse, eigentlich nur 300 Gramm, aber ich mache doppelte Menge, dementsprechend 600 Gramm Frischkäse. Eigentlich 60 Gramm, aber ich nehme 120, doppelte Menge. Schlagsahne, die war jetzt im Angebot, finde ich total praktisch, weil ja, ein Mindesthaltbarkeitsdatum heißt ja nicht immer, dass die Sachen abgelaufen sind und dementsprechend, die ist sogar noch haltbar ein paar Tage und da sparen wir noch gerne 30%. Und Puderzucker brauchen wir dafür, davon glaube ich auch nur ganz, ganz wenig. Also genau, das werde ich jetzt mal machen. Mehr brauchen wir dafür nicht, außer die rosane Farbe. Die werden wir dann natürlich auch noch da reinmachen, damit die Creme nachher schön rosa ist. So, der Kuchen ist auch schon ganz schön aufgegangen, habe ich gesehen. Und ich habe jetzt hier alles vorbereitet. Ich bin gerade überlegen, ob ich die lila färbe oder das rosa nehme. Ich weiß halt nicht, ob ich dann nicht noch das rosa für irgendwas anderes brauche. Da bin ich gerade die ganze Zeit am Überlegen. Weil nicht, dass das am Ende nicht reicht. Aber ich weiß gar nicht, wofür ich das noch gebrauchen könnte. So, die Creme ist fertig. Und jetzt werden wir mal schauen, wie schön die sich rosa färbt. Das nicht eine schöne Farbe. Wow! So, die Pizzarolle bzw. Pizzaschnecken ist soweit fertig. Es sieht irgendwie nicht danach aus und es war auch echt eine scheiß Arbeit jetzt. Aber genau, die wird jetzt noch in kleine Stückchen geschnitten und dann kommt sie in den Ofen mit ein bisschen Käse oben drauf. Und dann ist sie fertig. Aber das machen wir, wie gesagt, erst am Tag der Party. Meine Lieben, ich bin gerade am Schneiden vom Video und habe gemerkt, ich habe mich gar nicht verabschiedet. Das wollte ich natürlich noch machen. Der Hund tritt hier auf meinem Laptop drauf rum. Genau, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt dem Video gerne einen Daumen nach oben geben und fleißig kommentieren. Und dann ja, wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!